Hallöchen, ich melde mich mal wieder, weil ich gerade gedacht habe, es ist Wochenende, mein erstes freies Wochenende in der neuen Wohnung. Ich hoffe, es hallt nicht zu sehr. Ich stehe gerade im Wohnzimmer, ich habe irgendwie eine Wand gebraucht, die ordentlich ausschaut, sodass ihr nicht das Chaos hier seht. Genau. Und zwar wollte ich euch ein bisschen mitnehmen durch meinen Tag. Vielleicht hört ihr auch im Hintergrund die Waschmaschine laufen und die Zeit werde ich nutzen, die auch läuft. Bis ich jetzt hier noch ein paar Besorgungen in der Stadt machen werde, da laufe ich hin. Ich freue mich so sehr, dass ich einfach zu Geschäften hinlaufen kann. Und ja, bei dem sonnigen Wetter heute, wunderschön draußen, kann man das sehr gut machen und einfach auch mal zu Fuß gehen. Ja, was ich da so genau besorge, zeige ich euch dann und kommt doch einfach mal mit. Also ich war jetzt ein bisschen unterwegs, habe ein paar Sachen eingekauft und die zeige ich euch mal eben. Und zwar war ich im Müller, habe würziger Kurkuma, einen Kräutertee mit Kurkuma und Zimt gekauft und von der Reihe Kappas Sweet Dreams mit Kamille, Zitronenmelisse und Lavendel, auch ein Kräutertee. Und ich habe Der Weg von William Paul Young gekauft, Wenn Gott dir eine zweite Chance gibt. Da ich das Buch Die Hütte von William Paul Young letztes Jahr gelesen habe und total gut fand, habe ich mir durchgerungen, dieses Buch zu kaufen. Warum das Ganze jetzt? Weil ich mit einer Patientin darüber gesprochen habe und irgendwie hat es in mir den Drang ausgelöst, es jetzt doch zu kaufen und das habe ich getan. Außerdem steckt hier noch mehr drin. Und zwar, wer sich ein bisschen auskennt mit dem Programm für die Lit Love in diesem Jahr, der wird sich nicht wundern, was hier so drin ist. Und zwar Das schönste Mädchen der Welt. Darüber wird sich vielleicht der ein oder andere schon wundern. Blackout von Mark Ellsberg, das habe ich bereits schon mal begonnen und abgebrochen. Aber besagte Patientin hat mich auch dazu gebracht, dass ich mir es nochmal besorge. Ja, mal gucken. Ich hoffe, ich bereue es nicht. Von Amelie Fried Paradies bin ich sehr gespannt. Ist auch ordentlich dick. Eine Woche im Paradies. Und Sherlock, der dritte Fall, das große Spiel. Da ich meines Wissens erst Fall 1 und 2 als Carlsen-Manga hier habe, gibt's doch jetzt nicht. Aufkleber. Alle Aufkleber müssen immer erstmal ab. Das kann ich nicht haben. So. Das große Spiel ist dann Fall 3. Als Manga habe ich das jetzt auch hier und ich denke, das wird heute noch verschlungen. Sonst? Achso. Und Tesa. Ganz unspektakulär. Genau. Jetzt sitze ich hier in der Ecke. Habe gerade meinen Lesemund gedreht und habe festgestellt, ich hätte noch mehr drehen können sollen. Müssen. Ah, können. Mit meinem Tee und habe gerade Sherlock angefangen zu lesen und habe gemerkt, ich werde unglaublich müde.
Ich bin irgendwie völlig K.O. von dem Tag. Ich habe nicht so wahnsinnig viel gemacht. Ich habe Sport gemacht und ich war unterwegs, aber ja, mein Gott. War ein fauler Samstag und der darf sein und das ist in Ordnung so. Ich trinke noch meinen Tee, dann werde ich mich vermutlich Richtung Bett aufmachen, auch wenn es noch nicht so spät ist. Vielleicht schaue ich noch irgendwas an. Oder ich lese doch noch weiter. Wer weiß. Ja, ich schaue gerade noch raus. Aus dem Wohnzimmerfenster Richtung Sonnenuntergang. Das ist herrlich. Ja, wir haben leider noch keine Balkonmöbel, sonst würde ich mich auf dem Balkon sitzen, ganz in der Decke gekuddelt mit meinem Tee und einfach nur hinschauen. Genau. Ja, ich hoffe, denke, dass ich morgen noch ein bisschen unterwegs bin. Obwohl Sonntag ist, ich habe vor, an einen ganz besonderen Ort zu gehen und den euch ein bisschen zu zeigen, weil ich den sehr schön finde, dass das direkt hier in der Nähe ist. Und ja, wahrscheinlich gehe ich auch ins Kino und ja, da gibt es dann vermutlich auch noch ein paar Worte dazu. So sieht mein Wochenende aus. Ich hoffe, es hat euch soweit das Samstag ganz gut gefallen und dann geht's direkt morgen weiter. Gute Nacht. Das Pocher Meer, unweit meiner Wohnung und ich bin hier unglaublich gerne. Jedes Mal sieht der See anders aus und jedes Mal freue ich mich drauf, hier Kraft zu tanken und hier neue Energie zu kriegen für meine Arbeit, für meinen Alltag, für mein Leben. Und auch wenn das Rauschen im Hintergrund von der Bundesstraße kommt, ich kann hier gut abschalten und das ist wichtig. Und im nächsten Sommer möchte ich unbedingt auch mal rein. So endet jetzt mein kleiner Vlog über das Wochenende. Mein Sonntag endet so. Ich sitze noch ein bisschen am Buchermeer und genieße die Natur. Und ja, das geht auch in
ungeschminkt und ungünstiger Perspektive und überhaupt, aber ich wollte einfach noch Tschüss sagen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder beim nächsten Video mit Näpfchen. Tschüss.